Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire. Und Leute, was geht in den letzten Tagen bitte mit Krypto ab? Wenn es weiter so steigt, bin ich bald Milliardär und ich kann die ganze Reihe hier beenden. Kleiner Spaß, aber es ist auf jeden Fall ziemlich geil, was da gerade passiert. Und zur Feier des Tages gehen wir jetzt in ein Steak-Restaurant und essen das beste und teuerste Steak, das es gibt, nämlich ein Wagyu A5 Steak. Deswegen bleibt dran, es wird richtig geil und wir machen uns jetzt auf den Weg. Jawohl. Freunde, Bus, besser geht's nicht. Ja. Hallo. Ich hab wieder so einen fetten Bus. Kannst du aufmachen? Achso, du kannst ja aufmachen. So, mach mal auf. Ich kann nicht. Simon macht doch auf. Welcome to Gap. Welcome to Gap. Mr. Jack, Sawadee Kap. Sawadee Kap. Hello. Hello. Sawadee Kap. We love Thailand. Thank you very much. Aber pass auf, das ist ein Zufall, ne? Let's go. Let's go. Welcome to Thailand. Yeah. Hallo. So Freunde, falls ihr die letzten Videos schon gesehen habt, wir waren hier schon mal. Isara Restaurant heißt das Ganze. Und als Vorspeise gibt es natürlich ein Beef Tartar. Schau ich das an. Das ist richtig geil. Das haben wir das letzte Mal schon gegessen. Und als Hauptspeise, hier steht's: Best Beef in the World. Das ist das Wagyu A5 Strip Loin Steak. Da kosten 100 Gramm 43 Euro. Wir bestellen 300 Gramm, also ca. 130 Euro pro Person. Kann man sich mal gönnen an so einem Tag, würde ich sagen, wie heute. So Freunde, jetzt gibt es einen Martini und ganz wichtig, Stielgläser werden immer am Stiel angefasst. Also nicht so ein Zeug hier, das geht gar nicht. Prost. Das schmeckt echt geil. Boah, Leute, wir haben den nur bestellt, weil wir letztens James Bond gesehen haben. Alter, voll lecker. Und deswegen mussten wir den ausprobieren. Und es schmeckt lecker. Richtig, richtig geil. Alter, da bestellen wir heute 10 Stück, oder? Wir saufen uns hier heute. So Freunde, zieht euch dieses Beef Tartar rein. Da muss jetzt noch ein Machtlei drüber. Und das kenne ich schon, deswegen weiß ich, dass es richtig, richtig geil ist. Es hat ca. 23 Euro gekostet, aber wirklich jeden Euro wert. So, Freunde. Es ist einfach unbeschreiblich, wie geil das schmeckt. Boah. Ich habe früher immer gedacht, so teures Essen, es kommt nicht unnötig, aber es schmeckt teilweise einfach so, so lecker. Das ist echt nicht normal. Egal was es ist, irgendwelche Frauen klären oder Drogen nehmen, saufen, es gibt nichts Geileres auf dieser Welt als geiles Essen. Es macht einfach glücklich. Ich frage mich manchmal echt, ob das teure Essen einfach viel besser ist oder ob der Geldbeutel am Ende einfach mit isst und man das Gefühl hat, es schmeckt besser, weil es so teuer ist. Safe. Aber ich glaube auch unabhängig davon, wie viel das kostet, ist so ein Beef Tartar einfach geil. Thank you. Would you like some more drink? Or okay, right now? Wollen wir noch einen bestellen? Ja. Three Martini. One more. Pornstar right? Martini. Three? Yes. Thank you. So Freunde, das Fleisch ist endlich da, Wagyu A5, das Ganze hat 130 Euro gekostet, das sind 17 kleine Stücken, das heißt, ein Biss sind ungefähr 7,60 Euro, im Guten. Krass. Boah. Es ist einfach unbeschreiblich, man kann es wirklich nicht beschreiben, dieses geile Gefühl. Es ist anderes Level, anderes Level.
Leute, überlegt euch das mal. Für diesen Bissen kriegt ihr bei McDonald's ein Mac-Menü. Aber so ein Business ist tausendmal besser als ein Mac-Menü, würde ich sagen. Alter, es ist so krass. Es ist so heftig, Junge, ich fass es nicht. Martini Nummer 2, ich habe das Gefühl, das geht heute nicht gut aus. Aber egal, wir haben Grund zu feiern. 10 Gründe zu feiern haben wir. Prost. Lecker. Boah, Alter, schmeckt das gut. Ich glaube, der ist auch richtig stark, das unterschätzt man. Für der erste Schluck schmeckt es am besten. Ja, So Leute, Martini Nummer 3 und man unterschätzt es. So ein kleines Getränk hat echt verdammt viel Alkohol. Ich habe das Gefühl, es geht dort nicht gut aus, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Wir haben die letzten Tage echt gar nichts getrunken, deswegen kann man heute mal ein bisschen feiern. Prost. Alter, schmeckt der gut. Oh, geil. Ist krass. Richtig gut, ich will nur noch Martinis trinken. So Freunde, die Rechnung ist da, 23.000 Baht, das sind ein bisschen mehr als 600 Euro. Ja, relativ günstig, ich würde sagen. Man gönnt sich ja sonst nichts, oder? Wir gönnen uns nie was. Nie. Also Freunde, kleines Fazit, 600 Euro fürs Essen plus nochmal 50 Euro Trinkgeld. Aber es hat sich wirklich gelohnt, es war richtig, richtig geil. Also für jeden, der sich wirklich mal was gönnen will und mal ein bisschen mehr Geld ausgeben will, geht in ein Restaurant und bestellt ein Wagyu A5 Steak. Es lohnt sich wirklich, es ist einfach nur geil. So Freunde, wir sitzen jetzt ganz gemütlich auf der Couch und schauen uns den Bitcoin-Chart an und sehen zu, wie wir reich werden. Das Mittagessen haben wir auf jeden Fall wieder drin. Waren ja nur 650 Euro. So Leute, wir sind jetzt in der Bangla Road und jetzt gehen wir als erstes mal pissen. One minute, okay? I come back. Okay, come back. 1 minute, yes. Okay? Yes, okay. Ich will weg. Simon, hilf mir. Ah! Ich bin verrückt. Leute, ihr müsst die Drehung machen. Die Drehung klappt immer. Und ich will hier weg. Die Drehung ist es. Ey, ohne Witz, die wollen uns hier alle Koks verkaufen. Ja, die machen das alle. So. Wir wollen kein Koks. So Leute, wir gehen jetzt in den 13 besten Club der Welt. Platz Nummer 13 auf der ganzen Welt. So Leute, wir sind jetzt was essen. Das Witzige ist, die Leute kennen uns hier alle. Wir müssen gar nicht mehr bestellen. Wir wissen, dreimal Chicken, dreimal Kokosnuss. Ganz entspannt. Tokyo Ghoul. Alter, schmeckt das gut. Richtig lecker. Konnichiwa. You're Japanese? Ogenki desu ka? Yeah. Genki desu. Unamai wa nan desu ka? Unamai wa Gari. My name is Gari. Unamai wa Sebastian desu? Sebastian. Yes? Leute, das ist so crazy, die unterhalten sich einfach auf Japanisch. Subject, yes. Nanyu Benkyu Stei Maska. Ja, Science and Technology. Ah, Time Technology. Yeah. Einfach verrückt. So Freunde, Essen war richtig gut. Jetzt sind wir müde und jetzt gehen wir nach Hause. Wenn euch dieser Vlog gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Dann unterstütze mich bei meiner Aufrufe. Könnte ein bisschen besser sein, aber ich glaube, das wird noch. Deswegen macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.